In der Gerüchteküche des Schachs spielt dieser Herr gerade eine dominante Rolle. Arkadi Neidic, die ehemalige deutsche Nummer 1, der seit 5 Jahren für Aserbaidschan spielt. Und die Frage ist, kommt Arkadi Neidic zurück nach Deutschland? Spielt er wieder für Deutschland? Das geht seit einigen Wochen hin und her und jetzt gibt es zum ersten Mal eine Aussage, die darauf schließen lässt, dass das eher nicht der Fall ist. Dazu gibt es auch schon einen aktuellen Beitrag. Kein Kontakt zum DSB steht hier. Der Präsident des Deutschen Schachbunds hat gesagt, dass er weder zu Arkadi Neidic Kontakt hat, noch zum aserbaidschanischen Verband, dass also keinerlei Verhandlungen über seine Rückkehr laufen. Das ist ein bisschen erstaunlich, weil sich in der jüngeren Vergangenheit doch einiges angedeutet hatte, was darauf schließen lässt, dass er nach Deutschland zurückkommen will. Arkadi Neidic war vor 5 Jahren mehr oder weniger im Streit von dem deutschen Verband geschieden. Das hat eine lange, lange Vorgeschichte. Der war ja so Anfang der 2000er, Ende der 90er, war Arkadi Neidic sicher das größte Talent, das wir hier in Deutschland jemals hatten. Er ist gebürtiger Lette, ist in Dortmund aufgewachsen und war dann relativ schnell einer der besten deutschen Spieler, dann klar die deutsche Nummer 1. Und der einzige, der so ein bisschen Weltklasse-Material war, der auch der einzige deutsche Spieler, der jemals eine Elo-Zahl von über 2700 erreicht hat. Die hatte er sogar bis vor kurzem noch. Da stand er bei 247 und dann folgte ein kleiner, naja, ne, ja, ein großer Absturz so in Richtung 2600. Da spielten wahrscheinlich persönliche Probleme eine Rolle. Er selbst sagt, er war überspielt. Das ist bestimmt nicht die ganze Wahrheit. Das ist, glaube ich, auch hier zu seinem Geburtstag. Da habe ich ihn einfach mal damit zitiert und den zweiten Teil der Wahrheit dann einfach mal weggelassen, weil den keinen was angeht. Ja, Arkadi war sicher der führende Spieler in Deutschland und er hat dann immer darauf gedrungen, dass dann das doch auch hier bitte ein bisschen professionalisiert wird. Und das schließt auch die Bezahlung der Nationalspieler ein, die bei weitem nicht so war, wie er sich das vorstellte, aber auch die Betreuung und das Drumherum. Und das Ganze kulminierte dann vor 10 Jahren ungefähr in einem offenen Brief, den er geschrieben hat, der ist heute immer noch schön zu lesen, auf Englisch leider. Aber vieles, was da drin steht, das stimmt immer noch. Das fängt damit an, dass er beschreibt, dass der Deutsche Schachbund keinerlei Sponsoren hat, nur die Einnahmen seiner ungefähr 100.000 Mitglieder. Das sind derzeit eher so um die 90.000. Und dass sich unter den Funktionären auch niemand findet, der mal irgendetwas für den Leistungssport tun würde. Und nachdem er das dann so generell darstellt, geht er dann auch noch ein paar Leute ein. Da ist der Bundestrainer, der A Hero in any Tea House steht hier. Ja, und den stellt er dann als jemand dar, der ganz toll Tee machen kann, aber mit Schach und Training seiner Spieler nicht so richtig viel am Hut hat. Den Leistungssportreferenten seiner Zeit, bei dem Arkadi Neidisch dann seinerzeit auch überhaupt nicht klar fand, was der eigentlich macht und wofür der eigentlich da ist und ob der eigentlich überhaupt ein Verhältnis zum Leistungssport hat. Die Antwort aus Neidischs Sicht war dann eher nein. Und dann den Oberorganisator, der die Turniere immer so legt, dass das mit seinen Urlaubsplänen sich nicht überschneidet, was dann dazu führt, dass sich aber die deutschen Turniere mit internationalen wichtigen Turniere überschneiden. Der war dann auch so beleidigt, dass er, ich habe das zumindest gehört, ganz sicher bin ich mir nicht, aber ich halte das nicht für unwahrscheinlich, dass der Neidisch sogar verklagt hat, wegen diesem Absatz hier. Und dann noch einen anderen Funktionär, der so viele Funktionen hat, dass auch überhaupt nicht klar ist, was der überhaupt tut. Und Ergebnis kommt halt raus, dass halt das
professionelle Schach oder das Leistungsschach in Deutschland ziemlich brach liegt. Und wenn man heute so neidisch Zeilen von damals liest, dann hat sich überhaupt nichts geändert. Der Schachbund versteckt seine Spieler immer noch, der hat immer noch keinen Sponsor, zumindest keinen Sponsor, der von ihm verlangt, Aufmerksamkeit und irgendeine Gegenleistung zu bekommen, sodass sie da halt fröhlich vor sich hinschnarchen können. Der Brief wäre heute, man müsste hier heute andere Personen einsetzen, aber der ließe sich heute noch genauso schreiben. Naja, Arkadi ist dann nach Aserbaidschan gewechselt. Da gibt es Petrodollars. Und hat da 5 Jahre gespielt in einer sehr, sehr starken Mannschaft. Wer sich ein bisschen mit Schach auskennt, der hat vielleicht schon mal von den Herren Mamedjarov oder Radjabov gehört, dem jetzigen WM-Kandidaten. Mit solchen Leuten hat Arkadi dann in der Mannschaft gespielt, aber er hatte wohl nur einen 5-Jahres-Vertrag, der jetzt ausgelaufen ist. Und er hat ja auch immer ein festes Standbein in Deutschland, das ist in Baden-Baden, bei der OSG Baden-Baden, die immer wieder deutscher Meister wird. Das würde mich nicht wundern, wenn diejenigen, die das hier hören, davon nichts wissen. Das liegt daran, dass die das nur machen, um deutscher Meister zu werden, nicht um irgendwie das Schach ein bisschen nach vorne zu bringen und so. Es gibt da auch keinerlei Marketing, keinerlei Storytelling um eine Riege von Weltklasse-Spielern, die immer wieder nach Baden-Baden einfliegt und dann halt serienweise deutscher Meister wird. Das ist mehr so ein Baden-Badener Hobby, so ein typisches Mäzenatending, was da läuft. In Sachen Bundesliga. Was da ansonsten im Schach läuft, ist ein bisschen anders. Das ist tatsächlich gut, aber ihr Mannschaftsschach, das machen die so nur für sich. Naja, und da hat er halt ein Standbein und der ist auf Twitch tätig. Der Arkadi, der hier diesen Beitrag aufruft, der findet da auch seinen Twitch-Kanal. Da ist er fast jeden Abend zu sehen und macht da ein gutes Programm in deutscher Sprache. Und weil er halt, dann ist er noch auf Twitter aufgetaucht und weil er halt auf Deutsch so wahrnehmbar war plötzlich, sah das eigentlich alles so aus, als würde Arkadi wieder nach Deutschland kommen wollen. Aber wir haben jetzt diese Aussage. Kein Kontakt und im Moment sieht es eher so aus, als wäre das nicht der Fall. Andererseits bin ich mir sicher, dass die Geschichte noch nicht zu Ende ist. Wir werden dann noch das ein oder andere hören und ich werde doch bestimmt noch immer mal wieder nachfragen, um da mal einen endgültigen Stand zu bekommen. Okay, danke fürs Zuschauen. Bis dahin.